Natur, schöne Wanderwege und Wasser, das alles könnt ihr in der Eifel erleben. Wo ihr stehen könnt, wenn ihr mit dem Wohnmobil den Nationalpark Eifel erkunden wollt, zeigen wir euch in diesem Video. Der privat geführte Wohnmobilstellplatz Vogelsang befindet sich direkt im Nationalpark Eifel. Ihr erreicht den Stellplatz, indem ihr durch die Schranke zum Nationalpark fahrt. Keine Angst, einfach ein Ticket ziehen und durch die Schranke fahren. Ihr bekommt bei Zahlung der Stellplatzgebühr ein Auslassticket von den sehr freundlichen Stellplatzbetreibern. Nach einigen Metern müsst ihr links abbiegen, um zum Stellplatz zu gelangen. Der Stellplatz ist umgeben von Wald und Wiesen und bietet Platz für bis zu 50 Reisemobile. Die begehrtesten Plätze bieten euch einen Blick auf die Eifel in Richtung Wollseifen und sind auch parzelliert. Die restlichen Plätze sind leider nicht parzelliert und locken demnach gerne Kuschelcamper an, die auch wir kennenlernen durften. Als wir dann umgeparkt haben, hatten wir einen tollen Platz, wo wir auch unsere Stühle rausstellen konnten. Der Untergrund ist geschottert und teilweise gibt es unebene Stellen, sodass ihr auch Verkeile benötigt. Einen Stromanschluss und Sanitäranlagen gibt es am Platz nicht, sodass wir diesen eher für autarke Fahrzeuge empfehlen. Es gibt eine Fähr- und Entsorgungsstation, an der ihr Frischwasser auffüllen, Grauwasser ablassen und natürlich eure Chemietoilette entleeren könnt. Diese Station sowie den Stellplatz könnt ihr auch mit größeren Wohnmobilen befahren. Die Anmeldung erfolgt am Bus an der Einfahrt zum Stellplatz. Hier könnt ihr auch Brötchen bestellen sowie alles Mögliche wie Eis, Getränke oder Campingprodukte wie Toilettenpapier kaufen. Während unseres Aufenthalts stand auf dem Platz auch eine Burgerbox, wo ihr sehr leckere Burger bestellen könnt. Ich habe hier was Leckeres anzubieten. Ich glaube, jetzt kriegen wir mal unser Womo-Dinner, was wir uns die ganze Zeit gewünscht haben. Thomas, hast du das Besteck schon in der Hand? Ja, sieh zu, da wird kalt. Auf geht's. Ich würde sagen, das sieht ziemlich geil aus. Und wir genießen jetzt erstmal die Burger, die wir uns gerade von dem Burgerladen da vorne geholt haben, der direkt vor unserem Stellplatz steht. Wir mögen den Platz sehr gerne, da man hier mitten in der Natur ist und einen direkten Anschluss an den Nationalpark Eifel hat. Hunde sind hier auch willkommen und bei unserem Aufenthalt hatte gefühlt jeder Zweite einen Hund dabei. In wenigen Gehminuten erreicht ihr die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang, eines der größten Bauwerke des Nationalsozialismus, die damals dafür genutzt wurde, junge Männer zu Führungsfunktionären heranzuziehen. Heute wird die ehemalige NS-Ordensburg unter dem Namen Vogelsang IP, also Internationaler Platz, geführt. An dem Ort, der damals eine Stätte für gelebte Menschenverachtung war, ist heute ein Ort der Wertschätzung, der Erinnerungskultur sowie ein Forum für Gegenwarts- und Zukunftsfragen in unserer sich rasant entwickelnden Welt geworden. Viele Ausstellungen und Führungen könnt ihr hier erleben. Wer lieber die Natur bewundern möchte, dem werden viele Wanderwege geboten. Eine Tour führt euch zu einem Lost Place, dem Ort Wollseifen. Überall hier an den Wegen findet man diese Holzwegweiser und da steht Wollseifen. Da gehen wir jetzt hin, das ist nämlich ein verlassenes Dorf. Da vorne ist ein Schild Dorfstraße und ich würde sagen, auf geht's. Thomas und Murk, die sind schon vorgelaufen. Ich hänge mal wieder hinterher und mache hier Videos. Deswegen ganz, ganz schnell hinterher und wir zeigen euch, wie das Dorf da hinten aussieht. Ich befinde mich jetzt hier direkt in Wollseifen. Also überall sind hier diese kleinen alten Häuser, die zum Teil nur noch mit Mauern stehen. Hier vorne ist eine große Kirche und die Häuser sind auch alle, so wie hier jetzt mit der 36, nummeriert. Und wenn ihr mehr zu den Häusern wissen wollt oder zu diesem verlassenen Dorf, dann macht auf jeden Fall hier mal eine Führung. Aktuell ist das nicht möglich, aber ich verlinke euch jetzt einfach mal, wo ihr das könnt. Wollseifen ist ein ehemaliges Dorf, das 1946 durch das britische Militär zwangsgeräumt wurde und anschließend erst vom britischen und dann vom belgischen Militär als Übungsplatz genutzt wurde. Die Wege rund um den Stellplatz könnt ihr nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Fahrrad erkunden. Je nachdem, welche Wege ihr wählt, könnt ihr zwischen anspruchsvolleren Wegen mit Steigung und unebenem Grund oder gut ausgebauten Wegen wählen. Egal für welche Tour ihr euch entscheidet, zu sehen bekommt ihr in der Eifel genug.
Sei es das beeindruckende Landschaftspanorama, das ihr aus vielen Blickwinkeln bestaunen könnt, die Urftalsperre und die Staumauer oder ein Gang über die Viktor-Nils-Brücke. Verratet uns doch mal, was euer Highlight in der Eifel ist.